Fußgänger. Mehr als 3300 Pokerinnen und Poker haben sich an der Bürgerbefragung beteiligt. Entstanden sind daraus die Stadtteilgespräche, um in Dialog mit den Bürgern zu treten. Das ist wichtig, dass man das in regelmäßigen Abständen immer macht, jedes Jahr. Und so wie ich auch die Bürgergespräche in meinem Büro mache, wird es diese Stadtteilgespräche immer wieder geben, weil es einfach wichtig und richtig ist. Die erste Ausgabe dieser Stadtteilgespräche fand jetzt im Rathaus statt und drehte sich vor allem um die Zukunft der Herzog-Ernst-Gasse. Sie wird im heurigen Sommer saniert und soll künftig von weniger Autos als Durchzugsstraße genutzt werden. Davon profitieren sowohl Fußgänger als auch Radfahrer. So rund 4500 Menschen sind da unterwegs, auch sehr viele Radfahrer. Wir wollen es einfach verkehrsberuhigen. Und da werden Plätze entstehen, so wie beim Kleiderbauer zum Beispiel, dass die Bushaltestelle wegkommt und dass man einfach sagt, hier entstehen Bänke, hier entsteht Grün und wird auch ein Platz für die Menschen mehr da sein. Die wesentlichen Änderungen sehen breitere Gehsteige, kürzere Zebrastreifen, zusätzliche Grünelemente und eine Verkehrsberuhigung im Bereich der Stadteinfahrt vor. Wir möchten noch versuchen, die Haltestelle dorthin zu verlegen, wo sie ursprünglich war, eben hinter dem Zebrastreifen, und dass man die eine oder andere Möglichkeit noch macht, dass die Autos nicht so schnell dort sind. Nicht Teil dieser Sanierung ist ein möglicher Radweg. Der Radweg gegen die Einbahn wird fix nicht umgesetzt. Ein Radweg in Fahrtrichtung ist in der Herzog-Ernst-Gasse aber auch nicht die bevorzugte Variante. Wäre möglich, aber wir haben auch Widerstände, das wissen wir. Aber natürlich persönlich sehe ich das auch so, dass diese Variante nicht die günstigste ist. Das nächste Stadtteilgespräch findet am 23. April in Obereich-Utschtal statt.